Moin Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Deponia. Wir gehen nochmal nach Klein-Venedig und versuchen die Donna diesmal zu überzeugen. Bin gespannt, wie es jetzt ausgeht. Hallo Donna! Minigame überspringen, vergiss es. Was zum siehst du, was ich sehe, Donna? Das heißt, offenbar hat ihm einmal nicht ausgereicht. Wie sollen wir mit ihm verfahren? Nochmal? Genau, das war auch mein Gedanke. So, dann müssen wir jetzt mal schauen. Sie sagt dann immer erst ja, dann nein und dann quasi abmurksen oder irgend sowas. Ne? Na gut, dann schauen wir. Wir haben... Nein, sie sagt mir, was das zwingt. Hallo, was ist denn mit meiner Maus gerade? Seht ihr das? Die Psycho total rum. Naja, also wir haben noch ein weiteres Hallo? Was ist denn mit der Maus los? Also wir haben noch ein weiteres Angebot. Ich habe noch ein weiteres Angebot. Das heißt ja. Okay, Donna ist ganz Ohr. Jetzt sagt sie irgendwas mit nein. Was ist mit der Maus? Warum ist sie in der Mitte? Da sagt sie nein. Sie sagt zu allem nein. Ach, vergiss es. Vergesst es. Ich verhandle nicht mit Verbrechern. Wie du willst. Nochmal? Nur zu? Nur zu? Ein schneller, schmerzhafter Tod ist immer noch besser, als diese Farce weiter erdulden zu müssen. Das heißt nein. Donna sagt nein? Wie jetzt? Eine Begnadigung? Ist das dein Ernst? Also jetzt bin ich verwirrt. Ist das dein Ernst oder nicht? Das sollte... Sie hat genickt. Hast du gesehen? Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das heißt wohl, dass du jetzt einer von uns bist. Herzlichen Glückwunsch. Rufus. Rufus, genau. Das schaffen nicht viele. Zwei bislang. Wie auch immer das vonstatten ging. Ah, okay. Ja, komisch. Jetzt haben wir Zugang auf die Brücke. Donner. Jetzt verstehe ich, warum man ihr Syndikat das unorganisierte Verbrechen nennt. Sie ist vollkommen plemplem. Das stimmt. Okay, dann gehen wir mal auf die Brücke. Die Katze lassen wir hier besser in Ruhe. Ah, hier sind wir jetzt. Können wir jetzt die Turnierhand? Super. Na endlich. Meine eigene Turnierhand. Hat er noch was zu sagen dazu? Na, nein. Meine... Sonst gibt's nichts. Und dafür jetzt der Käse. Na gut. Dann gehen wir mal weg. Na wisst ihr, ich weiß leider, ich habe schon so lange nicht mehr gespielt, dieses ganze Dark Souls LP über mich, dass ich keine Ahnung mehr habe, was wir quasi machen müssen. Beziehungsweise ich weiß auch nicht mehr, welche Goal ich schon überzeugt habe. Ich glaube, sie schon. Ah, die Psycho-Goal haben wir auch überzeugt in diesem Kampf. Und dann fehlt nur noch diese Lady-Goal. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? Oder haben wir sie noch gar nicht überzeugt? Ich weiß es gar nicht. Aber jetzt haben wir unsere Turnierhand. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Lass uns spielen. Gerne. Aber zunächst muss ich deine Finger sehen. Hast du sie dabei? Yep. Das sind tatsächlich echte Turnierfinger. Und sie sind nicht gezinkt. Dann kann es ja losgehen. Wie funktioniert das gleich? Wie funktioniert das hier doch gleich? Die Regeln sind komplex, das gebe ich zu. Aber im Grunde musst du dir nur drei Sachen merken. Schere schlägt Papier. Papier schlägt Stein. Und Stein schlägt Schere. Gespielt wird nur mit echten Turnierfingern. Jeder Versuch, mit gezinkten Fingern zu spielen, gilt automatisch als verlorene Runde. Alles klar. Okay, was ist unser Einsatz? Wie ist überhaupt der Einsatz? Wer gewinnt, darf sich zwei Finger aus dem Deck des Gegners aussuchen. Was? Na, wir spielen um Finger. Was denn sonst? Wer zuerst bei einer Niederlage keine Finger mehr übrig hat, die er abtreten kann, verliert. Dann probieren wir es doch mal. Ich bin bereit. Na dann... Hoch die Finger! Schnick, schnack, schnuck! Ha. Rufus an der Hand, an der Hand. Hä? Start, was? Nein, das geht nicht.
Ach so, da geht nichts. Galef hat... Aha. Ich bin verwirrt. Wir drücken jetzt einfach mal den einzigen Knopf, der geht. Das hier. Aha. Das sollte reichen. Ach, wir haben sie gezinkt. Oder wie? Aber was ist das? Die sind ja gezinkt. Aha. Jeder Versuch zu schummeln gilt als verlorene Runde. Du musst zwei Finger abtreten. Was? Na, was dachtest du denn, worum es hierbei geht? Na los, Hand auf den Tisch. Ich sagte doch, du hast keine Chance. Willst du nochmal? Hä? Ach so, Turnierfinger werden abgehackt. Na gut, dann machen wir jetzt so. Verdammt, du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in die Trickkiste greifen, um zu gewinnen. Aha. Müssen wir jetzt... Mist. Nochmal Schere? Du spielst ganz schön riskant für einen Anfänger. Dann halt nochmal. Diesmal habe ich was für dich, das du nicht erwartest. Pat, noch eine Runde? Ja, wie? Geht das jetzt die ganze Zeit so? Tatsache. Verdammt. Du lernst schnell. Offenbar muss ich bei dir tiefer in... Aber was ist das? Aha. Die sind ja gezinkt. Jeder versucht zu... Du musst zwei... So, jetzt haben wir gar... Nein, das geht nicht. Jetzt haben wir gar keine Finger mehr. Ah. Was zum... Was gewonnen. Und dabei sind das meine Glücksfinger. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? Ah, lass mal sehen. Also, wie viele Finger er natürlich hat. Und wir haben jetzt halt keine mehr hier in dieser Turnierhand. Deswegen können wir nur die Faust machen anscheinend. Das können wir. Was hat er jetzt? Er hat zwei Finger. Das heißt erstmal, er kann nur noch das machen oder... Also er kann nur noch Victory-Symbol machen oder Faust. Das heißt, mit der Faust sind wir erstmal richtig beraten. Was zum... Was gewonnen? Und dabei sind das meine Glücksfinger. Ah, ich habe das System, glaube ich, verstanden. Naja, was soll's. Solange ich noch Finger übrig habe, ist es nicht vorbei. So, nochmal gelingt dir das nicht. Bist du bereit für den Showdown? So, jetzt hat er eigentlich nichts anderes mehr möglich. Denke ich. Hoffe ich. Nein, doch, er kann immer noch was machen. Papier kann er aber noch nicht machen. Dann machen wir nochmal Faust und schauen. Ja, passt. Was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. Okay, jetzt hat er nur noch einen Finger. Was will er denn jetzt machen? Er kann nur Stein machen, oder? So, machen wir mal Papier. Bin ich gespannt, jetzt ehrlich gesagt. Ah. Ha! Gewonnen! Du musst zwei Finger abtreten. Okay, offenbar... Nein, das geht nicht. Offenbar spielt er nur Stein. Nur... Tatsache. Was denn? Du machst... Na, was denn? Stein? Du machst dich wohl über mich lustig, hä? Na, warte. So, jetzt hat er nichts mehr übrig. Schauen wir mal, was Stein jetzt funktioniert. Ah. Verdammt. Du lernst schnell. Offenbar. Dann müssen wir jetzt Papier machen. Ah. Unmöglich. Du hast mich besiegt. Haha. Ich sage es immer wieder, leg dich nie mit Rufus an. Ich habe dich offenbar unterschätzt, aber sei es drum. Ich bin ein ehrenhafter Spieler. Und um ein Wort zu halten, das geheime Klopfzeichen geht folgendermaßen. Kannst du dir das merken? Ich weiß nicht. Kann ich es nochmal hören? Verrate es aber niemandem weiter. Niemandem außer Goal. Was war das? Ich brauche jetzt Alkohol. Ich auch. Dann reden wir zuerst mit der Kleinen. Ich denke doch, dass sie das war, die doch in diesen Club rein wollte. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Es ist vollbracht.
Wir sind Widerstandskämpfer. Wirklich? Klar. Ich kenne sogar das geheime Klopfzeichen. Wow. Worauf warten wir noch? Wir müssen zu Janosch, um unsere Instruktionen abzuholen. Wer als erstes da ist. Süß, die Kleine. Aber, hey, stopp! Mist. So, wo war das? Marktplatz und dann da irgendwo im Eck, ne? Wahrscheinlich ist sie gar nicht mehr da. Ah, Mist, sie wird wahrscheinlich drin sein. Okay, jetzt können wir richtig klopfen. Nein, warte. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Scheiße, ich hab da nur was durcheinander gekriegt. Das Klopfzeichen ging... Und wieder falsch. Verzieh dich. Mist, das liegt nur an diesem schmissigen Groove, den sie auf dem Marktplatz spielen. Es wäre genial, wenn das Rätsel jetzt wirklich so wäre, dass man hier die Musik abstellen muss. Nein, warte. Das ist Mist, ich bin... Jetzt müssen wir... Falsch. Nein. Das ist nicht das Geheim. Mist, ich bekomme einfach... Das will ich jetzt sehen, ob das stimmt. Einstellungen. Musik. Ja, wie cool. Das könnte hinkommen. Na endlich. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich konnte mir das neue Klopfzeichen nie merken. Könntest du zur Sicherheit noch einmal das alte klopfen? Aber das ist doch die reinste Schikane. Wenn du einer von uns bist, müsstest du es eigentlich noch kennen. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Bei meinem Gedächtnis müsste ich eigentlich tatsächlich noch wissen, wie es geht. Er hat es ja vorhin einmal vorgeklopft. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Wolltest du nicht klopfen? Nein, warte. Ja, mehr. Ach, das. Wolltest du nicht klopfen? Dann bauen wir jetzt wieder die Musik ein. Und wehe, es war nur ein Klopfstreich. Das ist jetzt. Das ist nicht das. Mist. Der macht einen fertig. Der macht mich fertig. Das aber sicher. Könntest du und wehe. So, und das alte ist dann wahrscheinlich mit Musik. Nein, was ist hier? Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Mist, ich bekomme einfach... Ich versteh's nicht. Einmal so. Hallo? Das aber könntest und wolltest du eine nicht... Eine einsame Tür? Wohin sie... Ich komm jetzt raus. Bei Klopfstreichen verstehe ich keinen Spaß. Nanu. Hier ist ja niemand. Sieht dann ja fertig war aus. Es wohl doch kein Klopfstreich. Das ist nicht das neue Klopfzeichen, Liebold. Ja, ich habe es wieder vergessen. Kann ich nicht einfach das alte benutzen? Ach, ja, okay. Aber nur, weil du es bist. Jetzt aber.
Hail, das war richtig. Natürlich war's das. Na dann, worauf wartest du noch? Komm rein, die Tür ist offen. Die Tür Warte ist noch. Was? Nicht reingehen. Ah, die Musik geht wieder. Wir schauen noch schnell, dass die Lautstärke richtig ist. Ich will schon die Musik gescheit laut haben. Schwupp. Rein da. Na hallo. Ah, noch ein neuer Rekrut. Endlich bekommt unsere Sache den ihr gebührenden Zulauf und angemessene Aufmerksamkeit. Wie war das? Die Schrift. Was bekommt ihr? Zulauf. Und? Angemessene Aufmerksamkeit. Was ist denn so witzig? Aufhören! Nein, warte, nicht aufhören! Kannst du mir mal verraten, worüber du dich hier so kaputt lachst? Bravo, grandios. Aber mal im Ernst. Was ist das hier für ein Laden? Eine Art Zirkus? Ich suche nämlich eigentlich das Versteck des Widerstands und kein Kinderfasching. Du bist richtig hier. Genau. Fasching war letzte Woche. An jeden Franken, der hier zuschaut, das ist ein schrecklicher Akzent für Janusz, oder? Und ich glaube, ich muss die Musik wirklich leiser machen, das ist zu heftig. So. So, okay, jetzt haben wir hier Galef, Liebold, Janusz und Goal, wie sie sich an ihn schmiegt. Leinwand. Das soll ein Plan sein? Da kann ich doch nur verächtlich lachen. Sie haben nicht mal einen Riesenadler reingemalt, der sie in letzter Sekunde von einem explodierenden Hochhaus rettet. Wie ist denn der Plan? Der Plan ist Liebold plus Couch plus Futter ist gleich glückliche Menschen. Top. Haben wir noch abseits? Ah, was ist denn hier? Ein Dia-Projektor? Die Bühne ist aufgebaut, die Show kann beginnen. Haben wir Dias? Wenn Cletus die Aufstiegscodes nicht bis morgen in den Händen hält, wird alles Leben auf Deponia vernichtet. Aber wenn er sie bekommt, wird ganz Deponia vernichtet. Ich muss ihm irgendwie zuvorkommen. Müssen wir wohl anderweitig machen, dann schauen wir mal hin. Tolle Truppe hat Janusz da zusammengetrommelt. Eigentlich hat er nicht wirklich getrommelt. Er ist auf seine Bongos gefallen und wir wollten nachsehen, was das für ein Geräusch ist. Ich hatte Zahnbürsten, die mehr Widerstand gegen den Organon geleistet haben. Warum hast du sie nie benutzt? Habt ihr in nächster Zeit irgendwelche Aktionen geplant? Freitag ist Karaoke-Abend. Ich hatte eigentlich an Unternehmungen gedacht, die den Organon zum Sujet haben. Wie zum Beispiel ein Attentat auf Amtmann Argus. Gerade letzte Woche hat Janusz aufrührerische Flugblätter verteilt. Das ist zwar lahm, aber wenigstens ein Anfang. Ja, leider hatte er nur eine Kopie gemacht und ich musste bei Galef mit reinschauen. Was? Okay, aber wir können hier gar nicht hin. Mir gefällt nicht, wie sie diesen Janusz anschaut. Ihr Gehirn scheint schlimmer beschädigt zu sein als befürchtet. Mhm. Was für eine Witzfigur. Goals Urteilsvermögen muss auf die anderen beiden Datasetten verteilt sein. Also wie gesagt, wenn ein Franke zuschaut, das ist eine Vergewaltigung des Dialekts. Hallo, Regun, was gibt's? Oder ein Schwabe, irgendwas. Also es sollte wohl irgendwas in die Richtung sein, aber es ist total schlimm. Es heißt Rekrut mit K. Sag ich doch, Rekrut mit G. Ihr wollt eine Widerstandszelle sein? Für mich seht ihr aus wie ein Haufen Versager. Das mag dein erster Eindruck sein. In Wirklichkeit sind wir aber ein verwegener Haufen. Janusz, will dein neuer Freund auch einen Orangensaft? Nein, danke, Mama. Wo waren wir gleich? Bei eurer Verwegenheit. Ist ja auch egal. Wenigstens haben wir einen Plan. Ist das süß? Was ist denn dein Plan? Wir sitzen hier und diskutieren, essen Chips und beschweren uns über die Ungerechtigkeit der Unterdrückung durch den Organon. Und was genau wollt ihr damit bewegen? Bewegen? Wer sagt denn was von Bewegung? Naja, steckt das nicht irgendwie in diesem Wort Untergrundbewegung? Ach so. Naja, ja. Wir bewegen uns ja auch. Die Bewegung rund um die Sonne und weg von anderen Kontinentalplatten ist damit nicht gemeint. Oh,
Dein Plan ist Mist. Meine Güte, du kannst das Wort Plan ja nicht einmal richtig aussprechen. Wenn du einen besseren Plan hast, dann raus damit. Ich pack den Akzent nicht, weil er so falsch ist. Oder kann mir irgend... Das ist doch kein anerkannter Akzent irgendwo in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Das kann aber keiner, das kann mir keiner erzählen, dass das ein richtiger Akzent ist. So, sind das etwa Pappschwerter? Sind das etwa Pappschwerter? Was denn? Wir sind Batschifischten. Gesundheit. Batschifischten? Ich bin hier, um Goal abzuholen. Unmöglich. Sie muss mir bei wichtigen Dingen assistieren. Bitte, was muss sie? Assistieren? Sperr doch mal die Lauscher auf. Krass, okay. Goal braucht dringend eine Operation. Im Widerstand muss man auch Opfer leisten. Und was ist, wenn sie einen bleibenden Hirnschaden davonträgt? Dann hat sie einen bleibenden Hirnschaden für die gute Sache davongetragen. Ich habe einen Plan. Pardon? Einen Plan. Ah, einen Plan. Es klang irgendwie nach Plan. Aber wenn du einen Plan meinst, da bin ich sehr gespannt. Leg einfach deine Dias in den Dia-Projektor. Gut. Ich muss hier raus. Das Klo ist oben rechts neben der Haustür. Viva la Revolution. Ich kack ab. Das ist unbezahlbar gerade. Das ist einfach unbezahlbar. So, Golic, sag schon mir mal, was du da von dem Mann hältst. Und dann gehen wir mal weiter. Oh, hallo Rufus. Bist du jetzt auch beim Widerstand? So bin ich. Immer zur rechten Zeit am falschen Ort. Oh ne, die haben geraucht hier anscheinend. Es fängt bei uns gerade das Regnen an. Vielleicht hört ihr das dann tröppeln. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Hier passiert eh nichts von Bedeutung. Aber Janosch sagt, ich muss hier bleiben, um für die große Sache zu kämpfen. Und er ist immerhin der Anführer, weißt du? Weißt du? Janosch ist ein Trottel. Janosch sagt, man muss ein Trottel sein, um es mit dem Organon aufzunehmen. Dann ist er vielleicht überqualifiziert. Ja. Ich wäre ein viel besserer Anführer als Janosch. Aber Janosch hat den Masterplan. Janosch weiß doch nicht einmal, wie man das Wort Plan richtig ausspricht. Das liegt nur an seinem Zungenfehler. Er sagt, es handle sich um eine alte Verletzung, die nie richtig verheilt ist. Hat er zu viele Chili-Dogs gegessen? Es waren 25 in 10 Minuten. Wow! Siehst du? Er hat echt was drauf. Super. Ich habe einen besseren Plan als Janosch. Wirklich? Janosch sagt immerhin, sein Plan sei der beste. Wie kann es denn da noch einen besseren geben? Das wirst du schon sehen. Ist das aufregend. Lauf nicht weg. Ich bin gleich zurück. Keine Sorge. Hier bei Janosch bin ich in Sicherheit. Gut, das schauen wir mal, ob jetzt diese Dias vielleicht da helfen. Bin ich gespannt. Hey! Was wird denn das, wenn es fertig ist? Ich nehme die Sache jetzt in die Hand. Ihr wollt den Organon stoppen? Meinetwegen. Aber dafür braucht ihr auch den richtigen Anführer. Mit Mut, Charisma. Check. Check. Einer einigermaßen verständlichen Aussprache. Check. Kurzum, jemanden, der es zur Not auch allein mit dem Organon aufnehmen würde. Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk ist ganz charismatisch. Ich meinte mich, ihr Trottel. Bring mich nicht zum Lachen. Was qualifiziert dich denn bitte für so eine wichtige Verantwortung? Was schon? Ich habe einen Plan. Oh ja, eine Dia-Show. Das wird bestimmt super spannend. Seht her und staunt. Oh, was ist denn das? Ein Black? Man kann ja gar nichts erkennen. Das ist ein Symbol. Ein Symbol? Ein Symbol? Wie geheimnisvoll. Ich finde den Plan jetzt schon spannend. Regelrecht mystisch. Mit einem Hauch von Legende. Schnauze, Liebold. Was symbolisiert es denn? Es zeigt, was aus uns wird, wenn wir nicht umgehend handeln. Wow, was für ein Schocker. Mit rhetorischen Tricks kennst du dich ja offenbar aus. Aber hast du auch irgendwelche Beweise für deine Behauptung? Und wie ich die habe.
hier. Was ist das? Oh, das wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Ein Sprengturm ist es nicht. Eine Basis, ein Unterschlupf, ein Stützpunkt. Ich mach mal Sprengturm, weil dann kann man da schön überleiten. Das ist ein Organon-Sprengturm. Der finstere Fiskus hat solche Basen rund um den Planeten verteilt. Das ist beunruhigend. Ich hab Angst. Ich verstehe das nicht ganz. Warum sollte der Organon solche Türme bauen? Was ist der Zweck dieser Basen? Der Organon will Deponia in die Luft sprengen. Was? Aber bist du dir da ganz sicher? Hundertprozentig. Es ist wahr. Der Auftrag kommt vom Elysianischen Ältestenrat. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Unfassbar. Aber was wollen wir dagegen unternehmen? Ach, diese Musik, diese kämpferische. Wir müssen eine Offensive starten. Reden wir genauso wie unser fränkischer, sächsischer, schwäbischer irgendwas, Freund. Wir müssen eine Offensive starten. Ein Angriff auf den Organon? Bist du denn des Wahnsinns? Wir wissen ja nicht einmal, wo wir zuschlagen müssen. Wissen wir doch. Das hier ist eine Position dieser Basen. Das hier sind die Koordinaten. Das ist die Lage oder der Standort. Ist das tatsächlich wichtig? Das hier ist der Standort einer dieser Organon-Basen. Sie ist das Ziel unserer ersten Aktion. Wow, der Mann ist wirklich gut vorbereitet. Ich dachte, es gibt hunderte von Sprengtürmen. Warum sollen wir ausgerechnet den da angreifen? So. Argus will hier eine Bombe... Wisst ihr, woran mich das zusammen mit der Musik erinnert? Gesprengte Ketten. Kennt den Film jemand? Das ist wirklich verdammt ähnlich. Mit dieser Musik, ich habe dieses richtige Gefühl, als wäre ich hier... Mann, ich wusste gar nicht mal, wie der Schauspieler heißt. Auf jeden Fall würde ich auf einen alten Triumph, der aussieht wie ein deutsches Motorrad, rumfahren. Argus will eine Bombe abwerfen, hochgehen lassen... Detonation, Lebensraum und die offene See. Und das rostrote Meer. Ich glaube, das ist bekannter für alle. Zur Explosion bringen und dadurch den Lebensraum um das rostrote Meer unbewohnbar machen. Es gäbe keine Überlebenden. Diese erste Bedrohung abzuwenden hat also oberste Priorität. Wie schrecklich. Rufus hat recht. Wir müssen das um jeden Preis verhindern. Aber was dann? Was ist mit all den anderen Bombentürmen? Wir haben noch einen Joker, die Aufstiegscodes, den Inhalt von Ghost Data Setten, das geheime Wissen in Ghost Hirn. Nehmen wir das letzte oder vorletzte, einen Ass in weiteren Form. Ich denke, das dritte kommt bei denen besser an. Wir haben noch ein Ass im Ärmel, das geheime Wissen in Golds Gehirn. Bis hierhin habe ich alles verstanden. Kannst du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen? Ich mach das. Das musst du nicht, Janosch. Ich kann das auch machen. Nein, nein, ich mach das schon. Oh, oh, jetzt nur nicht lachen, Rufus. Zeig noch mal das erste Dia. Genau. Was war das noch gleich? Ein Organon-Sprengturm. Oh, mein Bauch. Er hat es schon wieder getan. So ein Idiot. Oh, dabei war es gerade so spannend. Ich bin empört. Troll dich, du Strolch. Oh Mann, so ein Mist. Alles klar, ich habe verstanden. Wir müssen das also jetzt nochmal nicht so machen, dass es uns alle glauben, das tun sie egal wie. Aber wir müssen es so sagen, dass er keine beschissenen Wörter sagt. Also er hat ein Problem mit den Worten S und T, ne? Ein Sprengturm. Wahnsinn, okay. Ich würde dann sagen, im nächsten Video versuchen wir das nochmal, so nach Möglichkeit, dass Janosch hier nicht anfängt, uns total fertig zu machen mit seiner Aussprache. Und bis dann, Leute. Bis dann.